voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Voll, die Presse. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres wunderbaren Pressespiegel-Podcasts voll in die Presse. Und heute sind wir wieder ein Quartett mit Rechenschwäche. Wir sind drei Jungs hier im Bus, Benanza-Bus. Und ich möchte Sie kurz vorstellen, die graue Eminenz zu meiner Rechten, Karl-Heinz Ballermann, anderen auch bekannt als Kalle Ballermann. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da bin. Und zu meiner Linken, diesmal unser vormaliger Telefonjoker, der gute Herr Sammer. Was ist? Ja, richtig. So kennt man ihn, so liebt man ihn. Und jetzt erstmal, bevor wir einsteigen, kurz die Frage, wie habt ihr denn so unsere erste Folge eigentlich verdaut? Was ist da im Nachgang haften geblieben? Außer was ist? Ja, also ich fand sie für das erste Mal eigentlich ganz gut. Ich fand sie ein bisschen lang. Also... Obwohl wir natürlich total spannende Sachen berichtet hatten. Wir ja, aber per ich kann se auch deine juristischen Ausführungen ein bisschen ausschweifen. Ja, aber das war schon notwendig, weil die Leute sind ja auch... Der fängt schon wieder an zu labern, das kann so nicht sein. Die sind an Details interessiert. Ja, genau. Ein Detail dieses Podcasts ist ja auch, dass wir beim Quatschen trinken wollen. Und heute würde ich vorschlagen, mache ich mal hier den Auftakt, bevor Juhu. Der Ballermann die warme Milch auspackt. Ich habe euch nämlich was ganz Feines mitgebracht, damit wir so ein bisschen in Stimmung kommen. Das habe ich selber geschenkt cool. bekommen. Brexit war dieser Tage in aller Munde und da habe ich gedacht, was gibt es da Besseres als ein Bier einer vom Brexit dann auch betroffenen geilen Metalband, nämlich Iron Maiden. Wusstet ihr, dass Iron Maiden sein eigenes Bier braut? Das hat ja den schönen Namen Trooper Light Brigade. Ich weiß nicht, wie light das ist. Es ist auch light, es ist relativ light, 4,1%. Wird bestimmt nicht schmecken, ist aber anders als für englisches Bier erwartet, kalt. Richtig schön kalt. Keine warme Cola. Ich habe auch wieder die altbekannten Gläser dabei. So, du kriegst das Barca-Glas, du kriegst ein Desperados-Glas und ich kriege auch so ein Glas. Hast du eigentlich nur eine Flasche mitgebracht? Musst du sparen oder was? Nein, Jungs, mir passiert sowas nicht nochmal. In der Schublade da unten, falls du richtig in Saufstimmung kommst, ist ab jetzt immer ein Sixpack Bier. Allerdings nur Heineken. Aber für den größten Notfall. Ich habe aber auch noch ein anderes Getränk dabei, weil der Herr Sammer ist, glaube ich, Antialkoholiker momentan. Kann das sein? Ja, das ist im Moment so, richtig. Siehst du, das habe ich antizipiert. Deswegen ist es ja auch nur eine Flasche Bier für den Herrn Ballermann und mich. Und für den Sammer, du musst das dann allerdings auch tatsächlich trinken. Wir hatten letzte Woche das Thema Hipster und... ein richtig schönes Hipster-Getränk ist Mate Ginger Beer. Oh, da habe ich ein Glück. Ich wollte auch erst so einen Schrott mitbringen. Ja, ich habe es mir für den Sommer aufgehoben, falls er hier den antialkoholischen Joker zieht. Da ist kein Prozent Alkohol drin und ist auch, glaube ich, nicht scharf oder irgendwas. Das sieht aber schwer schlimm aus. Das sieht verboten aus. Ja, das muss ja auch. Mio Mate. Ach du Schande. Das ist ja total, das ist ja Sinn und Zweck. Das muss ja richtig eklig sein. Ich habe auch noch was Feines für euch nachher. Ja, aber pass auf. Was hast du denn hier für Probleme? Also, dann steigen wir mal hier in die Verkostung ein. Der Kollege Sammer kriegt... Ich muss mal wieder das größte Opfer bringen, naja. Ja, vielleicht probieren wir das auch mal, wenn das schmeckt. Ich mache auch erstmal nur so einen kleinen Schluck, aber wir wollen ja hier auch... Können wir das Getränk mal beschreiben? Du musst es jetzt mal genau sagen. Also wie heißt das jetzt? Das heißt, habe ich gerade schon gehört, das heißt Mio Mio Mate Ginger. Ja. Ist in so einer schönen, wie so eine alte Wasserflasche eigentlich mit Mehrweg-Leihflasche. Das ist eigentlich ein ganz geiler, alter, nostalgischer Aufdruck oder so eine Stanzung hier im Glas. Und für die hat Zuhörer vielleicht, also die Farbe sieht so ein bisschen aus wie Morgenurin. Ja, genau. War meine Assoziation auch. Sieht aus wie eine Urinprobe. Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn es das ist. Aber abgefüllt halt in einer auch nicht grafisch besonders schön gemachten Flasche. Aber sei es drum. Für Sammer reicht's, oder? Das ist hier, ein ganz großes Ding. Und ich bin froh, dass wir uns das Ginger Beer sparen und dafür das Light Brigade Trooper 4,1 Golden Beer. Das klingt jetzt allerdings auch ein bisschen nach Morgenurin. Ich mache das mal auf. Vorne drauf auf dem Kronkorken steht Help for Heroes und ein Union Jack. Können wir später vielleicht auch nochmal zeigen. Ups, jetzt klappt das hier mit meinem... So. Hervorragend. So. Geruch. Großartig. Help for Heroes. Jetzt haben wir genug über Alkohol geschnackt, jetzt wollen wir ihn auch trinken. Richtig.
Farbe ist okay. Also ja, kann man jetzt erstmal nichts Negatives sagen. Also ich meine, nach der lauwarmen Cola letzten Folge ist wahrscheinlich auch schwer, das zu unterbieten. Man, in diesem Sinne einen schönen Gruß und gute Besserung an unseren Kollegen Prollo Ferrari. Ja, auf Prollo Ferrari. Auf Prollo Ferrari. Prost. Ja, Prost. Prost. Dann würde ich sagen, schmeckt ja gar nicht mal so gut. Mal bei der Musik bleiben, du. Wow. Das ist ja echt so. Jetzt wünsche ich mir gerade die Cola wieder herbei. Ey, kannst du mal das, jetzt mal im Ernst, kannst du den Sixpack mal rausziehen? Das hältst du ja nicht aus. Also, das wird jetzt hier getrunken. Das ist so, für die Zuhörer vielleicht, ja. Das ist so, als ob man noch so ein Bier braut und noch so eine Orangenschale, aber ja, nur die Schale, so mit reinpresst. So bitter ist das. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Aber das ist halt so ein englisches Bier. Das ist halt England, da trinkst du doch nicht so einen Schrott. Ich meine, ich war jetzt da auch schon oft genug. Ja, wenn du Lager bestellst. Aber so dieses Ale, das hat so ein bisschen herben Abgang. Aber vielleicht steigen wir mal in die eigentliche Thematik dieses Podcasts ein. Die Medienlandschaft. Und nur als kleinen Brückenschlag zur letzten Woche habe ich mal hier einen mitgebracht, weil der Kollege Ballermann stieg ein mit seinem Getränk und sagte, stellt euch einen Typen vor, Basecap, Plastikschuhe und Jogginghose, und kredenzte dann an der Stelle ein auch nicht so besonders leckeres, wobei das erste schon, Getränk, was die Energie hochkurbelt. Und dann habe ich hier gefunden, im Spiegel Online, in einer Schule in Hannover, merkt euch an dieser Stelle bitte Hannover, denn nicht nur der gute Karl-Heinz Ballermann hatte eine große Affinität zu Hannover, sondern, es wird auch heute nochmal kommen, ist die Jogginghose als Kleidungsmittel verboten worden. Wer im Unterricht Leggings oder Jogginghosen trage, müsse mit Strafe rechnen, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Am Samstag, die Schulleiterin informierte die Eltern demnach in einer E-Mail über das Verbot und über mögliche Sanktionen wie den Schulhof sauber machen, Tische in der Mensa wischen oder ähnliches. An der Stelle. Die volle Härte des Gesetzes. Die volle Härte des Gesetzes. Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Was haltet ihr von solchen Sachen? Ich weiß nicht, ob ihr jemals in Jogginghosen in der Schule aufgelaufen seid. Ich weiß, dass bei uns viele getan hatten. Ich selber jetzt nicht. Aber gerade die dicken Jungs haben immer früher gerne Jogginghose getragen. Ja. Nichts ist doofer als Hannover, fällt mir dazu ein. Ja, jetzt muss ich an der Stelle, ich habe das erwartet, ja, dass Hannover-Bashing kommt, und wir sind ja hier eine Familiensendung, deswegen, Hannover ist da nicht die erste Schule, die das gemacht hat. Im März hat zum Beispiel eine Realschule in Baden-Württemberg, in Rottenburg, eine ähnliche Entscheidung getroffen und geschrieben, wir kleiden uns in der Schule angemessen, unsere schulische Kleidung unterscheidet sich von unserer Freizeitkleidung. Oder im April hat es auch in Nordrhein-Westfalen, dem wahrscheinlich größten Prollland, das wir so in den 16 Bundesländern haben, auch so eine Entscheidung getroffen und zusätzlich auch Basecaps im Unterricht verboten. Also dein beschriebener Musterkunde für Energydrinks, der müsste sich komplett umstylen, um in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Hannover in die Schule gehen zu können. Vielleicht wäre das dann eine willkommene Ausrede, das eben nicht zu tun und sich erst recht nur noch mit Jogginghosen zu kleiden. Ja, in der Tat. Also ich meine, mit der Kopfbedeckung, das ist ja irgendwie nichts Neues. Ja, im Unterricht hast du normalerweise nichts auf dem Kopf. Manche haben es auch nicht im, aber jedenfalls eine Kappe runter, das ist ja irgendwie nichts Neues. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind schon ein bisschen ältere Semester. Ich denke da nur an die Punks zu unserer Zeit in der Schule. Was willst du denen erzählen? Also die durften damals auch letztlich rumlaufen, wie sie wollten. Das war auch gut so. Und wie willst du denn da heute jemandem verkaufen, dass er seine Leggings, Jogginghose oder sonst was bitte gegen eine Jeans tauschen soll? Das ist albern. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist eine Diskussion, die kann man von außen wahrscheinlich schwer nachvollziehen. Ich glaube, wenn du Schulleiter oder Schulleiterin an so einer Schule bist, wo diese Klientel eben mit hoher Wahrscheinlichkeit eben die Klientel ist, die Probleme macht, dann wirst du nicht ohne Grund zu so einer Regelung kommen, würde ich mal denken. Das wird immer einen guten Hintergrund haben, der sich wahrscheinlich von außen immer so ein bisschen schwerer nachvollziehen lässt. Ich sehe auch so deinen Punkt. Ja, ich bin eigentlich auch dafür, dass nicht jeder immer im Gleichschritt hier durch die Republik marschieren muss. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die werden ihre Gründe haben. Aber werden die Jungs und Mädels da jetzt weniger problematisch, nur weil sie ihre Jogginghosen zu Hause lassen? Also, das muss ich weiß nicht, ich finde das Erscheinungsbild, finde ich ja jetzt auch fragwürdig, wie
wie das dann teilweise aussieht, wirklich, als ob man da gerade so beim Schlunztag, also nix, ich habe die Jogginghose gerade vor, war nie ein Fan von Jogginghosen, bis ich mir letztes Jahr eine gekauft habe, die einfach so saubequem ist, dass wenn ich nach Hause komme, sie mir tatsächlich ganz gerne anziehe. Also ein Hoch auf die Jogginghose, aber damit jetzt in die Schule gehen oder im übertragenen Sinne in die zur Arbeit gehen, das ist ja tatsächlich irgendwo vielleicht nicht ganz angemessen. Also das hat für mich mit Individualität nicht so viel zu tun, sondern einfach so mit dem Respekt, den man dann vielleicht auch für seine Tätigkeit dazu. Ja, aber wo ist da bitte die Grenze? Ja, der eine läuft auf seine Art und Weise extravagant rum und das wird aber irgendwie noch als aus irgendwelchen modischen Aspekten heraus als schick angesehen. Und die Jogginghose ist Ausdruck für die Schulleitung von weiß nicht, Assi oder sonst was. Also ganz ehrlich, da gibt es doch gar keine Grenzen. Wer soll denn die festlegen? Das finde ich nicht in Ordnung. Also klar, es gibt ja auch sowieso immer diese Diskussion, Schuluniform, ja, nein. Jeder hat die irgendwo in der Schule oder sonst wo auch mal geführt, diese Diskussion. Aber wer sagt denn, was angemessen ist und was nicht? Ich finde teilweise irgendwelche modischen Auswüchse, wo die Hosen in den Kniekehlen hängen, finde ich auch furchtbar. Aber andere finden es geil. Also ich kann damit nichts anfangen. Ja, also ich finde halt, das alleine bringt eigentlich nichts, wenn, und vielleicht ist das aber auch diese verkürzte Meldung, ja? Vielleicht ist das auch eher eine von vielen, also wenn das eine von vielen Maßnahmen ist, mit denen du eine gewisse Haltung erzeugen willst, ich glaube, dann ergibt das total Sinn. Also wenn du eben nicht nur sagst, Junge, zieh keine Jogginghose mehr an, sondern das einhergeht mit mehr Respekt im Unterricht und so weiter. Ja, aber so für sich genommen, glaube ich auch, bringt das relativ wenig. Ja. Okay, ja, dachte, das ist irgendwie eine ganz gute Überleitung von unserem letztwöchigen Thema, neben dem Hipster-Mate-Tee, wie ist der eigentlich? Der schmeckt so ein bisschen Bionademäßig, so wie so ein Bionade-Abklatsch. Also recht süß. Aber genau das Richtige also für dich. Eher so eine Limo für Arme. Also ja, perfekt. Wahrscheinlich ja, eher für Reiche. Wieder leer. Möchtest du noch ein bisschen Maiden Bier? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich. Ich finde, so auf den zweiten, dritten Schluck ist das gar nicht mehr so schlecht. Also sage ich jetzt nicht nur. Schenk bitte den Rest ich auch möchte, noch ein. Ja, ich nehme gerne. Ich rede viel zu viel. Ich komme gar nicht zum Trinken. Vielleicht möchte einer von euch mal einen kleinen Schmankerl von seinem eigenen Notizzettel hier zum Besten geben. Du meinst doch nicht, dass wir mit Notizzetteln arbeiten. Wir haben das doch alles auswendig im Kopf. Ja. Ist doch klar. Also erstmal, das wollte ich mit euch noch vorab klären. Wir hatten es, glaube ich, schon auch mal bilateral. Wollte ich fragen, ob wir hier überhaupt in einem deutschen Bus sitzen? Ich kann mir vorstellen, worauf du anspielst, aber ehrlich gesagt, ob dieser Bus tatsächlich deutsch ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist eigentlich auch Latte. Ja, genau, das ist eigentlich Latte. Man weiß es oft gar nicht. Ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten manchmal, was deutsch ist. Jedenfalls hat zu Klarstellungsgründen ein Busfahrer in Dresden für diese Zwecke ein ganz klares und eindeutiges Zettelchen immer einen Zettel an seine Busfahrertür geklebt. Darauf stand dann zu lesen, in altdeutschen Lettern, diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer. Ja, also auch noch ein bisschen falsch geschrieben, weil Deutsch wird eigentlich klein geschrieben, er hat es groß geschrieben. Mein Gott, vielleicht in Anlehnung an die englische besonders Sprache. Besonders wichtig zu sein. Besonders wichtig, besondere Betonung. Ja, die Aussage ist ja eigentlich erstmal so vielleicht auch ein Faktum, ne? Was meint ihr? Ja, das ist an und für sich ja überhaupt völlig irrelevant für die Tatsache, dass du als Kunde in diesen Bus einsteigst. Also vielleicht wäre das an der Stelle tatsächlich die Information für mich als Kunde wichtiger, ob es ein deutscher Bus oder ein italienischer Bus ist. Genau. Und der Fahrer ist mir da eigentlich nicht so von Bedeutung. Ja, vor allen Dingen eher wichtig, wohin der fährt. Ne? Also man stellt sich ja die Frage, was ist die Intention des Fahrers, der den Zettel aufgehangen hat? Genau. Und B, wie kommt es an? Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge, ja. Und als ich den Zettel, ich habe ihn auch gesehen im Netz, gesehen habe, also bei mir wäre er auch schlecht angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, schon aufgrund des Schriftbildes. Schon aufgrund des Schriftbildes, ja. Das ist ja auch, glaube ich, ich habe es leider nicht angeklickt vorhin, ich habe nur gesehen, dass der Fahrer wohl auch irgendeine hanebüchende Erklärung geliefert hat gegenüber seinen Kollegen, warum er das gemacht hat.
Aber ich glaube, die Erklärung ist relativ naheliegend, dass er dann eine bestimmte Botschaft senden wollte an seine Kunden oder Teile seiner Kundschaft. Und die drückt sich einfach in diesem Schriftbild auch aus. Ja, aber es ist doch trotzdem lustig zu sehen, wie ein einfacher sozusagen eine sachliche Feststellung im Kontext problematisch wird. Allerdings, vielleicht ist das auch gar nicht so problematisch. Ich habe mal geguckt, der Busfahrer hat in Dresden die Buslinie 85 und 90 bedient. Und jetzt ist ja auch immer wichtig, dass man vielleicht auch so sein eigenes schönes Selbstbild nicht zerstört, insbesondere Dresden als Touristenmagnet. Und da war es mir dann auch wichtig, wo führt denn überhaupt diese Linie mal vorbei, ja? Dass man diese Schande nicht überall sieht, dann ist das ja halt alles nicht so schlimm, ne? Und da habe ich mal geguckt, also Linie 90 ist dann eher so im westlichen Teil der Stadt, berührt dann noch so ein bisschen den Bahnhof Mitte in Dresden, aber jetzt auch nicht so das Zentrum mit Frauenkirche, ist ganz schön, da sieht man das Elend nicht mit diesem Busfahrer dann, ne? Und dann, die andere Linie war ja die Linie 85, die war dann weiter im Westen, ne? Also auch im Grunde genommen kein Touri-Gebiet. So, das also ist Problem. Westen, das müsste doch dann Neustadt sein, also die andere Flussseite. Nee, nicht andere Flussseite, das ist also von der Altstadt aus gesehen, ich sage jetzt mal Westen, ja, rechts von der Altstadt, rechts. Ah, rechts von der Altstadt, okay. Ja, und zwar ganz weit rechts und von daher sieht man das Problem ja gar nicht, ne? Und dann ist das natürlich auch nur noch halb so schlimm, ja, ist doch super, oder? Gleichwohl ist er ja sofort rausgeschmissen worden und ja, scheint dann die einzige Reaktion zu sein, wie die Verkehrsbetriebe darauf reagieren vermochten. Ich weiß nicht. Also es hinterlässt halt diese Häufung solcher Meldungen, hinterlässt halt insgesamt ein ungutes Gefühl. Natürlich sind die Medien da jetzt irgendwie drauf angespitzt, genau sowas immer wieder rauszugraben. Das hat es vielleicht vorher schon gegeben. Aber so momentan hat man so das Gefühl, jeder fühlt sich berufen, einfach auch sowas zu machen, sich dann vielleicht hinterher in seinen Kreisen da als Märtyrer oder sonst was feiern zu lassen. Ich stehe zu meinem Deutschsein und werde dafür aus dem Job geschmissen. Und die Ausländer, die können sich ja alles erlauben, so ungefähr. Das ist ja so manchmal die Denke. Also ich find's ehrlich gesagt so lustig, dass vielleicht auf den ersten Blick klingt, sehr bedrohlich, was da so aufkommt, ja, am Horizont. Ja, vor allem ist es auch einfach dämlich. Also wenn man dazu auch was liest, das hat ja auch damit zu tun, dass es in seinem Umfeld eben auch, du sagst es, ausländische Busfahrer gibt. Und in dem Kontext, in den Artikeln war auch zu lesen, demnächst kommen da noch mehr ausländische Busfahrer, weil sie schlicht nicht genug haben. Ja, also wir kennen das ja auch hier aus unserer schönen Stadt. Es scheint ein Problem zu sein, für den öffentlichen Personennahverkehr ausreichend Fahrer zu finden. Das ist zumindest in einigen Städten offensichtlich ein Problem. Und ehrlich gesagt, ich als Einwohner einer Stadt bin froh, wenn die genug Fahrer haben und nicht beim ersten Schnupfen dann diverse Linien ausfallen. Ja? Und insofern können sie, glaube ich, in Dresden auch froh sein, wenn demnächst, ich glaube, aus Kroatien oder so waren, sollten die nächsten Fahrer sein, wenn da Unterstützung kommt, ja, also wie bescheuert muss man sein und da dann so sein Deutschsein so raushängen zu lassen. Aber sag mal, lassen, vielleicht wollte der nur sagen, Jungs, ich werde nicht krank, ich bin ein deutscher Fahrer. Kann doch auch sein. Wie ein deutsches Auto. Deutscher. Zuverlässig. Ich ja, auf jeden nicht Fall. Krank. Witzig am Rande war dann, was heißt witzig, war gar nicht witzig, aber ich habe halt nochmal wie immer versucht, den Quercheck der Fakten, ja, eben nicht nur auf Spiegel Online vertrauen. Wieder nach New York geflogen. Wieder nach New York geflogen, aber nach Zwischenlandung in Dresden, Dresdner Neue Nachrichten. Witzigerweise war da der Artikel mit einem Plus gekennzeichnet, also diese typische Kennzeichnung für, du musst dafür zahlen. Ich konnte also, muss also für einen Spiegel-Artikel mit so einem komischen Thema eben nicht zahlen, aber in Dresden muss ich für einen solchen Artikel Geld auf den Tisch legen. Ja, das war im Übrigen auch der Grund, weshalb ich den Jogginghosen-Artikel aus dem Spiegel zitiert habe, weil ich natürlich auch die Primärquelle checken wollte, aber die Hannoversche Allgemeine Zeitung will, dass ich bleche dafür, dass die ich den Artikel Asche, ja, lese. Und dann habe ich gedacht, naja, da muss man halt. Und irgendwann kommt das so Relotius-mäßig, dass dann anfangen sich die Reporter irgendwelche Zettelchen in die Bustüren zu hängen, damit sie über sowas berichten können. Ja, passt mal das auf. Das prangere ich an. Ja, passt das mal auch an. Ja, sag mal, was hast du Schönes dabei? Ja, was habe ich Schönes dabei? Also, ich fand einen Artikel von Sonntag und da. Von Herrn Sonntag oder von Sonntag? Vielleicht auch Frau Sonntag.
Du Schlauberger von vergangenem Sonntag. Ach so. Ballermann. Unglaublich. Also präzise sein hier. Korinthenkacker. Hast du deiner Mama wieder die Brille geklaut? Na. Opa, direkt mal ein Foto machen. Also, und zwar unter der Überschrift Startups setzen auf künstliches Fleisch habe ich gelesen, das war mir absolut nicht klar, vielleicht ist dem einen oder anderen das schon gegenwärtig gewesen, wie weit da die Forschung schon ist. Es wird nämlich berichtet, Israel ist da wohl führend mit einigen Startups. Sehr weit sind die in der Forschung im Labor Fleisch für den Verzehr herzustellen. Ja, also der Rindfleischburger aus dem Hintern abwischen, oder was? Der Rindfleischburger aus dem Labor zum Beispiel. Und das finde ich schon wirklich für mich unglaubliches Thema, weil was das auch für Auswirkungen haben kann. Aber jetzt erstmal angefangen, als erstes denkt man ja darüber nach, würde ich das essen? Ballermann. Ich meine, ich weiß, du ziehst ja immer nur Mett und Lapskaus und so alles, was, wo man nicht weiß, was drin ist, ziehst du dir vor allem rein. Aber würdest du so ein Rindersteak aus dem Labor, das ist, die machen das aus, die machen eine Biopsie beim Huhn, beim Rind und züchten dann daraus das Stück Fleisch, was du auf den Teller kriegst. Das wollte ich dich gerade fragen. Ist das dann so ein Kotelett mit Beinen oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist dann wirklich nur, das ist vor allem aus Muskelzellen besteht das dann. Mhm. Und das ist tatsächlich dann nur das Stück Fleisch. Ne? Das quakt nicht, das rennt nicht rum, es legt kein Ei. Aber es ist echtes Fleisch. Echtes Fleisch, ja. Ja, das ist die Frage. Ist das echtes Fleisch? Das ist übrigens eine Diskussion, die in Israel aus religiösen Gründen geführt wird, weil die Frage sich stellt, ob das koscher ist. Die Frage kann man berechtigterweise stellen. Ist das Fleisch? Es kommt jedenfalls aus einem echten Tier, ist die ursprüngliche Zelle herausgenommen worden mit einer Biopsie und dann wird das im Labor. Mit einer das Biopsie. Ist nicht geschlachtet worden und dann, sondern von Nein, harmlose Biopsie. Ja. Und da machen die, sagt hier auch ein Wissenschaftler, statt 2 Jahre brauchen Rind, bis es dann irgendwann Schlachtreife hat oder wie man es nennen soll, sind 4 Wochen dann das Steak fertig. Also, das finde ich grandios, muss ich dir echt sagen. Das finde ich grandios, weil die Überbevölkerung auf diesem Planeten, die ist ja nun mal nicht zu ignorieren. Das wird auch weiter so gehen. Immer mehr Rinder auf die Weide zu stellen, taugt auch nicht, weil das für die CO2-Bilanz problematisch ist. Und da muss man echt realistisch über solche Wege nachdenken. Ich absolut. Meine, und wir hatten ja letzte Woche das Thema, wo die Veganer versus Fleischkonsumenten gekämpft haben. Ja. Und das Hauptargument, zu Recht ja auch, ist, dass die Tiere einfach unter unmenschlichen, sage ich mal, untierlichen Lebenshaltungen leiden müssen. Und dass natürlich auch CO2-Belastung durch diese Überbevölkerung von Schlachtvieh enorm zunimmt, ist auch ein Klimafaktor. Beides hast du natürlich mit so einer Lösung komplett gelöst. Ja. Da leidet kein Tier, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass eine Biopsie ein harmloser Eingriff ist, und das brauchst du ja wahrscheinlich auch nur einmal, oder? Wenn du einmal die DNA hast, kannst du die ja wahrscheinlich auch reproduzieren, und es leidet kein Vieh, es muss niemand geschlachtet werden und die CO2-Bilanz wird auch dadurch überhaupt nicht tangiert. Ja, und du hast das Stichwort gegeben, das fand ich auch genial, einfach das liest sich einfach so genial, wenn du liest, dass das Fleisch, ja, also Fleisch vegan ist. Ja, das ist irgendwie ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja, weil die Veganer scheinbar sagen, ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Hat es ja nicht. Ja, richtig, richtig. Also es ist ein sehr interessantes Konzept, das da in Israel verfolgt wird, und die sind da schon recht weit. Also das ist jetzt noch nicht so, dass das wirklich für die Massenproduktion geeignet ist, aber die sind schon sehr weit und gehen davon aus, dass sie in, weiß nicht, 2-3 Jahren da zumindest in Israel schon mal richtig auf den Markt gehen mit den ersten Produkten. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Und wenn man mal über die Schwelle gegangen ist, dass sich das irgendwie erstmal so rein geschmacklich, wenn man sich es vorstellt, erstmal komisch anfühlt, hat es in der Tat die Vorteile, die ihr aufgezählt habt. Also man kann damit sehr, sehr viele Probleme lösen. Also ich hab auch im ersten Moment gedacht, ist eigentlich ekelig. Also eine total ekelhafte Vorstellung. Wenn du dann aber nur einmal drüber nachdenkst, was eigentlich bei der Schlachtung oder der industriellen Fleischherstellung an ekligen Vorgängen passiert, ist das wahrscheinlich noch am Ende sauberer und ja, hygienischer als irgendwie massenweise die Schweine dadurch ihren eigenen
Kot da in irgendwelche Schlachtfabriken reinzufleddern und dann irgendwie das Fleisch da industriell zu verarbeiten. Also es ist, glaube ich, mehr so im Kopf, ja, dass am Ende man noch sind so das, eine Hemmschwelle hat. Und am Ende sind das ja nur tierische Eiweiße. Es gibt so einen Überlebenskünstler, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der vergesse das ich. Ist eine gute überlebter Überlebenskünstler. Das ist eine philosophische Frage. Ja. Ja, auf jeden Fall, der ist auch meine Unterhose über dem Dschungel abgesprungen. Aber wie gesagt, oder Badehose, aber ich habe den Namen vergessen. Ist auch scheißegal. Jedenfalls hat der immer gesagt, wenn er da sich irgendwie so ein Ekelvieh reingezogen hat, was ich Schlangenpups, Schlangenhintern oder so, hat er immer nur dran gedacht, dass es eigentlich alles nur tierische Eiweiße sind. So, ja. Und dementsprechend das meiste ist im Kopf, ist einfach so. Deswegen fangen ja auch an, Leute Fleisch nicht mehr zu essen. Ich glaube, die meisten essen das deswegen nicht mehr, weil sie das auf einmal ekelig finden vom Geschmack, sondern weil sie im Kopf Bilder haben, die sie einfach nicht, mit denen sie nicht klarkommen, weil sie wissen, wie die Tiere leiden, wie ekelhaft die Herstellung ist oder. Also das ist ja genau diese Sache, die muss man einfach mal akzeptieren. Für sich, und ich glaube, dann ist das echt eine zukunftsträchtige Geschichte. Ja, ich denke auch. Also angeblich ist das auch wirklich sehr schmackhaft, also nicht irgendwie groß unterschiedlich. Und ich kann nur sagen auch, ja, wer das jetzt hier vielleicht hört und auch spontan wie ich erstmal denkt, das ist irgendwie vielleicht doch eklig, dem empfehle ich mal, ich war jetzt erst vor kurzem zufällig mal ein paar Tage auf dem Bauernhof. Und wenn man sich dann anguckt, und das war ein sehr guter Hof, zertifiziert, also war wirklich ein sehr guter Hof, aber wenn man dann guckt, dass da irgendwie 1.500 Schweine in so einem Stall sind, überdacht, die nur dazu gezüchtet werden, dann nach einem Lebensjahr oder ich weiß nicht, spätestens zwei, ich weiß nicht, wie alt die werden, geschlachtet zu werden. Und die haben in diesem Stall, also die sehen kein Sonnenlicht, die haben da diese Holzgatter unter den Beinen, damit da ihr Kot durchfällt. Die haben es da warm, aber die haben eigentlich nur sich und was fressen, ja, was zu fressen. Und das ist schon traurig, wenn man sich dann klar macht, die Bevölkerungsmengen, die wir auf diesem Planeten haben, kriegst du anders überhaupt gar nicht ernährt. Und das könnte man dadurch lösen. Also insofern, nach der ersten Verwunderung war ich dann doch auch sehr positiv gestimmt auf diesen Artikel. Also im Endeffekt leben die auch nicht anders als so ein im Reagenzglas gezüchtetes Fleisch. Ja, und es könnte sogar gesünder sein, weil wir wissen, um die Antibiotika-Problematik zum Beispiel, Tiere, die ohne Ende Antibiotika kriegen, was wir dann auch irgendwie mitkriegen, Hormonbehandlung und so weiter, das kann man sich alles dann sparen. Aber Jungs, eins habt ihr vergessen, ganz wesentlich. Der Schlachter wird arbeitslos. So. Richtig. Ne? Ja. Der arme Schlachter. Aber der kann ja in die Forschung gehen. Stimmt, der macht einfach noch seinen Doktor. Ja. Und dann geht er in die Forschung und züchtet dann hier, ja. Ja, mir fällt dazu nur ein, das ist ein total berechtigter Einwand natürlich, weil immer Menschen auch irgendwie Geld verdienen mit so etwas. Aber als Nordrhein-Westfale fällt mir immer wieder das Stichwort Strukturwandel ein. Also ich bin aufgewachsen damit, dass hier irgendwie die Kohle, die Zechen immer weiter zugemacht wurden. Und das wurde auch durchgezogen mit dem Stichwort Strukturwandel. Und man muss das dann natürlich irgendwie so hinkriegen, dass da nicht irgendwie eine Massenarbeitslosigkeit entsteht. Das ist klar. Das muss man dann irgendwie hinbekommen. Der Markt regelt nicht alles von selbst sozial, das weiß man. Aber jetzt einfach mal ernährungstechnisch und auch Ernährungsprobleme auf der Welt, wenn man die ins Auge nimmt, finde ich es ein starkes Stück. Und die Schlachter, die können ja dann immer das Fleisch for free kriegen, als Ausgleich. eine Fleischrente. Boah, Ballermann, du bist der richtige Sozialpolitiker. Ja, so ist das. Sehr großartig. Pragmatisch nennt man das. Wie findet ihr eigentlich hier den Duft in diesem Bus? Also geht's noch? Wir ich sind weiß hier nicht. Drei Testosteron geladene Kerle. Ich wollte erst ärgern. Ich hab ein ganz hervorragendes Parfum geschenkt bekommen. Da wollte ich Unmengen von auflegen und euch hier totstinken im Bus. Ja, würde ich ein bisschen mit aufpassen, weil ich habe hier im Panorama, was ist das? Auch wieder mal Spiegel Online, sorry. Aus England eine Nachricht von der BBC, das haben die auf ihrer Twitter-Seite getwittert, gefunden. Ja, red ruhig weiter oder mach ruhig weiter. Da hat ein Typ Duftspray in seinem Auto so exzessiv verwendet, weil es vielleicht da tierisch stank, muss diese ganze Bude, es war irgendwie, die ganze Karre, ein Seat, mit Duftspray ausgefüllt haben,
Soweit kein Problem. Dummerweise hat er sich danach eine Kippe angezündet und seine eigene Karre in die Luft gejagt. Es ist ihm wie durch ein Wunder nicht viel passiert, aber es gibt ein Foto da in dieser Twitter-Nachricht, da siehst du ein ziemlich demoliertes Auto. Ach du Scheiße. Also Augen auf bei der Duftspray-Verwendung oder beim Auftragen exzessiver Parfums. Ja, es ist im Zusammenhang mit Haarspray ist mir das Problem bekannt. Da habe ich da auch schon mal von häufiger von gelesen, dass Mädels im Auto ohne Ende Haarspray und dann die Kippe an. Das ist auch richtig schlecht im geschlossenen Wagen. Ja. Also Rauchen ist schädlich in jeder Hinsicht. Ja. Und der Ballermann, der fährt jetzt hier sein Überraschungsgetränk auf. Falls ihr dieses etwas perverse Schüttelgeräusch im Hintergrund hört, dann kann man sagen, er bereitet den Drink vor. In bester Tom Cruise Cocktail-Manier. Ja. Also etwas, was ich noch nie getrunken habe, wo ich immer mit einem gewissen Schauder über den Rücken vorbeilaufe, das sind diese eiskalt Kaffee oder kalter Kaffee in diesen Kühlauslagen. Kaffee Freddo ist das hier. Cappuccino sogar vom Mövenpick. Ich lasse mich ja nicht lumpen. Ja, das stimmt. Und das sieht man ja immer bei, ja, was würdet ihr sagen? War das jetzt Product Placement? Ja, das war. Wir machen hier massives Product Placement, bis irgendeiner von diesen Firmen, die wir jede Woche nennen, endlich mal auf uns zukommt und einen dicken Sponsorenvertrag. Genau. Da haben wir, dass wir dann auch nie wieder was arbeiten müssen. Jetzt die Frage. Mit was für Personen verbindet ihr dieses Getränk? Ja, ich verbinde das eigentlich mit der kompletten Instagram-Society. Das sind alles so Typen, die sich auch vor fremden Sportwagen fotografieren lassen und einen auf dicke Hose machen. Also ich habe das noch nie getrunken. Ich auch das nicht. Ist für mich eine absolute Premiere, weil für ich einen auch. Riesen Bogen um diese Dinger gemacht hat. Also, Frage an dich, hast du es auch schön schaumig geschüttelt? Ja, für euch habe ich es auch schon schaumig geschüttelt, weil ich weiß, ihr seid ja mit dem Schütteln nicht mehr so. Ja, im Schütteln. Das ist halt nicht so nötig, ne? Ja, aber für mich fällt das Ding schon durch, mal ganz ehrlich, das ist ein Verpackungsschrott, der da mit einhergeht. Das ist zwar jetzt gerade ein Thema, was ziemlich abgenudelt ist, Nachhaltigkeit, aber also das muss nicht sein. So ein Ding würde ich mir nicht kaufen. Aber jetzt ist ja gekauft. Jetzt schmeißen wir es ja eh weg. Jetzt mach mal auf. Ich erwarte aber von dir, dass du zu Hause die Becher spülst und noch weiterverwendest. Ja, mache ich. Verspreche dir hoch und heilig. Du kannst da Würfelbecher draus machen. Ich habe meine Finger nicht gekreuzt. Du kannst da noch was mitmachen, glaub mir das. Ja, das hier ist immer ein wunderbarer Aschenbecher hier, der Deckel. Ist natürlich nur ein bisschen blöd, dass er aus Plastik ist. Oder du bemalst das mit deinen Kindern irgendwie mal, hängst an den Weihnachtsbaum. So, wir öffnen mal. Das sieht eigentlich aus wie eine Müllermilch oder ein Alternativprodukt. Duft würde ich auch sagen. Vielleicht Müllermilchmäßig, aber es Müllermilch wie mit alter Kippe drin oder was? Und Kaffee. Oh Leute, ihr könnt euch auf was freuen. Der Ben hat gar nicht so Unrecht gehabt mit dem kalten Kaffee bzw. mit Zichten drin. Das ist exakt, das erinnert mich an eine meiner Lieblingsszenen meiner Jugend, als wir unseren 18. Geburtstag gefeiert hatten in einer Turnhalle. Meine Mutter hatte ein ganzes Tablett voller Frikadellen gefertigt, ja. Und einer meiner besten Kumpel steht neben dem Tablett mit den Frikadellen und drückt genüsslich seine Zigarette auf einer der Frikadellen auf. Aber man wusste nicht mehr welche oder was hinterher. Doch, das sah man ziemlich deutlich. Der nächste kommt, nimmt sich genau diese Frikadelle und schiebt sich die genüsslich in den Mund. Und wir lagen vor Lachen unterm Tisch. Naja. Ist das schön. Hervorragend. Ist ja eigentlich Kaffeezeit, liebe Leute, aber ich habe mich an irgendeiner Stelle ausgelassen über kalten Kaffee, Cold Brew Coffee. Der schmeckt auch einfach wie kalter Kaffee, wird aber für ein Schweinegeld verkauft. Das ist ein bisschen süßer und vielleicht angenehmer zu trinken, aber es wird jetzt nicht mal ein neuer Lieblingsdrink, muss ich leider sagen. Also da lieber noch so ein Iron Maiden Bier. Ja, das wir können doch gleich noch ein Bierchen da von deinem Notfallpaket schlürfen. Wir können es auch zur Regel machen, wobei ich muss diesen Bus noch wegfahren, aber sonst könnte man sich auch zur Regel machen, dass man das Notfallpaket in jeder Folge leer säuft. Deswegen ist es ja ein Notfallpaket. Richtig. Daher der Name. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, seid ihr noch mit dem Trinken beschäftigt? Ich bin noch mit dem Trinken, ich genieße. Ballermann, erzähl ja, immer. Soll ich? Ich habe noch wirklich was sehr Schönes entdeckt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das kommt aus der Agence France-Presse AFP.
soll ein ganz alter Presseladen sein. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, Nachrichtenagentur erster Stunde. Ja, genau. Ne, 1839 gegründet oder sowas. Ist ja auch völlig nebensächlich, aber eine sehr schöne Geschichte, weil ich liebe ja Geschichten über extrovertierte Diktatoren mit Fantasieuniformen und sonstigen Witzchen. Und einer meiner ganz, ganz großen Favoriten, der ist leider tot, habe ich festgestellt. Auch nämlich, so ein Überlebenskünstler. Ja, muss man vielleicht, das ist vielleicht jeder Diktator so ein bisschen. Nämlich der Diktator, oder besser gesagt der turkmenische Präsident. Das ist aber jetzt ein neuer Präsident, der gar nicht mehr so neu ist. Ist nämlich schon seit 2006 ist der nämlich schon am Start. Sein Vorgänger, der hieß Niazov hieß der. Und der ist dann aber irgendwann mal gestorben, 2006. Der nannte sich Turkmenbashi, Vater aller Turkmenen. Ne? Hm. Jetzt haben wir einen neuen alten Präsidenten, nämlich Gurbanguly Berdimuhamedow. Alles klar? Ja, das kann man sich merken. Ja, richtig. Ne? Das könnte man auch als Zungenbrecher nochmal eben aufsagen. Ja, auf jeden Fall scheint es ein sehr volksnaher Diktator zu sein. Der gibt nämlich in einer Personality-Show des einzigen Fernsehsenders des Landes Einblicke in sein Privatleben als Tausendsasser. Der kann nämlich im Grunde genommen alles, so ein bisschen wie Kim Jong-un, der schreibt ja auch immer alle Bücher des Landes und so weiter. Und so ein bisschen ist das bei ihm auch. Dann wird dann zum Beispiel gezeigt, wie der Staatschef einen Basketball erfolgreich in den Korb wirft, spielerisch alle Kegel von der Bahn fegt oder mit seinem Rassepferd rumreitet. Und es gibt auch einen siebenminütigen Clip, bei dem Berdimuhamedow an der Gitarre, am Schlagzeug und am Klavier gemeinsam mit seinem Lieblingsenkel einen neuen Song aufnimmt. Also wirklich, gleichzeitig? Ja, gleichzeitig. Er kann wirklich alles. Ja, ein Tausendsasser. Wirklich ein echter Tausendsasser, der kann auch zum Beispiel, fährt er manchmal auch mit seinen Staatsdienern dann in seinem weißen Mercedes zu so einem Fitnesscenter und macht ihnen dann dort Gymnastikübungen vor. Und er wurde auch schon gesehen, wie er beim Radfahren Pistolenschüsse auf Zielscheiben abfeuerte. Also ein echtes Naturtalent, kann im Grunde genommen alle Sportarten. Der hat sich auch zu seinem 50. Geburtstag einen eigenen Orden geschaffen, nämlich den Vatan-Orden, Orden des Mutterlandes, der bisher eben an ihn halt verliehen wurde. Das ist auch sehr einfallsreich. Er singt auch gerne. Er hat zum Beispiel, was hat er denn noch Schönes gesungen, mehrere Lieder veröffentlicht. Zum Beispiel anlässlich Last Christmas, glaube ich, von dem, ne? Ja, anlässlich des Weltfrauentages 2018 und des Tages des turkmenischen Pferdes. Da hat er dann mehrere Lieder aufgeführt. Und es gibt in dieser Stadt, in der Hauptstadt in Aşgabat, gibt es auch eine goldene Statue des Präsidenten. Und ich hatte eben diese goldene Statue immer verbunden mit dem Vorgängerpräsidenten. Ich glaube, daher rührt die eigentlich auch. Und nach meiner Erinnerung hat sich diese Goldstatue immer in Richtung der Sonne ausgerichtet, automatisch. Das war richtig gut, ja. Und ich meine, dieser alte Präsident hat auch die Wochentage nach den Familienmitgliedern umbenannt. Aber man weiß das nicht genau. Vielleicht hat sich die Sonne auch nach der Goldstatue ausgerichtet. Und wir wissen das noch nicht so genau. Das ist die Steigerung. Das hätte er wahrscheinlich gern. Und also der veröffentlicht wohl ziemlich oft mal was, zum Beispiel auch seine Fähigkeiten beim Scharfschießen oder Messerschwingen. Ja? Also ist alles drin. Aber ich glaube, das ist auch das Zeug, was du brauchst, um Diktator zu werden. Ja, also das so ein Normalo wie wir werden nie zum Diktator, wenn wir können ja nicht mal Kaugummi kauen und dabei die Treppe runtergehen. Das ist ja das Einzige, was ich kann, ist aus dem fahrenden Auto einen Apfel in den Müll schmeißen. Ja, da bist du aber schon ganz weit vorne. Ja. Da kannst du wahrscheinlich noch NRW an dich reißen. Ich habe mal aus einem fahrenden Auto einen Schneeball auf mindestens 20 Metern ein gecipptes Fenster geschossen. Das war echt das cool. Ist auch geschossen. Gut, ja, geworfen, besser gesagt. Respekt. Ja, auf jeden Fall. So, und im ersten Moment denkst du natürlich, okay, das ist natürlich jetzt echt so ein eitler V, der dann da irgendwie rumspringt. Und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe diese Kommentare gelesen, die dann immer darunter sind. Und die Kommentare hatten teilweise oftmals eher so Hassbotschaften an Angela Merkel und der ist ja gar nicht so schlimm, den lieber austauschen gegen Angela Merkel. Aber es kam dann eben auch teilweise rum, dass der vielleicht auch einfach nur volksnah ist. Dass es schlicht eine andere Kultur ist, die vielleicht eben auf so ein Gebaren potenziell steht.
da kann man gewisse Zweifel haben, weil der hier Berdi Muschamedow auch auf der Liste der 23 schlimmsten Diktatoren auf Platz 5 rangiert. Wahrscheinlich nicht durchgängig lustig, aber ich fand das so einen ganz interessanten Aspekt, dass es vielleicht für westliche Augen sehr seltsam ist, aber... Also absolut. Denk mal an die Bilder von Wladimir Putin, wo der so mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzt. Jetzt wollen wir nicht über Angela Merkel sprechen, aber stell dir Gerhard Schröder in so einer Pose vor. Da wird ja jeder in Deutschland denken, jetzt ist der völlig irre. Aber ich glaube, in so anderen Kulturen wird das so als Zeichen der Stärke, der väterliche Präsident, der volksnahe Präsident und so, da wird das sehr gewertschätzt. Also das machen wir dann wahrscheinlich oft lächerlicher, als es im eigenen Land angenommen wird oder gedacht wird. Natürlich macht es aus den Leuten dann nicht unbedingt bessere Menschen oder bessere Staatschefs. Nee, aber man überträgt es natürlich erstmal in seinen eigenen Kontext und wenn du dir vorstellst, dass hier Angela Merkel irgendwie Seilchen springt, durch die Straße läuft, dann ist schon komisch. Ja, wobei ich schon mal gerne sehen würde, dass sie durch Berlin vielleicht mit einem Pferd reitet und dann mit Pistolenschüsse da abgibt, das wäre bestimmt lustig. Eine geile Szene aus dem aktuellen John Wick Teil 3. Okay. Genau so, das Ganze jetzt mit Angela Merkel. Muss ich nochmal gucken, ja. Naja, und vielleicht nur das Letzte. Er scheint nur auf weiß zu stehen, deswegen auch immer weißer Mercedes und so weiter. Und schwarz mag er wohl nicht so gern. Er hat auf jeden Fall im Januar 2018 wohl alle schwarzen Autos von den Straßen Turkmenistans verboten. Und die dürfen entweder da halt nicht mehr rumfahren oder müssen umlackiert werden. Ja. Schwarze Autos. Schwarze Autos. Bereits 2015 wurde ein Importverbot für schwarze Autos verhängt. Okay, ohne nähere Begründung. Ja. Er mag es nicht. Mein Gott, er mag es halt nicht, ja. Ja, muss man auch einfach mal akzeptieren. Ja, finde ich auch. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, wir haben ja auch alle, wie wir hier sitzen, Interesse am Fußball, dass sich Axel Witzel von Borussia Dortmund bei einem häuslichen Unfall das Gesicht verletzt hat. Er ist wohl irgendwie die Treppe runtergefallen. Ich habe mich gefragt, wieso ist der denn verletzt? Ja, der ist zu Hause irgendwie gestolpert, wie auch immer, die Treppe runtergefallen, fällt längere Zeit aus. Das hat Schlimme den Express Nachricht. Dazu verleitet, mal so eine Aufstellung zu machen, die gibt es mit Sicherheit auch in anderen Zeitungen, über die skurrilsten Verletzungen von Fußballprofis im häuslichen Bereich. Und das hat mich sehr aufhorchen lassen. Ich nenne mal so ein paar Fälle, die da zusammengetragen wurden, um dann gleich das Ganze zu einem Höhepunkt zu leiten. Darren Barnard von Barnsley, der ist in einer Urinpfütze ausgerutscht, eine Urinpfütze seines Welpens allerdings, und hat sich das Knie verrenkt, 5 Monate Pause. Svein Grondalen von Trondheim stößt beim Joggen mit einem Elch zusammen und verletzt sich am Oberschenkel. Das war Skandinavien, häufige Trainingsverletzung. Robbie Keane, damals bei Wolverhampton, liegt auf dem Sofa, angelt mit dem Fuß nach der Fernbedienung und reißt sich mehrere Bänder dabei. Also Sofasport. Ja, das hat er bestimmt nur behauptet. Ja. Wer weiß, wer da noch auf dem Sofa ist. Aber Eva Banega vom FC Valencia tankt sein Auto. Der Wagen kommt ins Rollen und Banega hat eine ganz schlaue Idee, will ihn mit seinem Fuß stoppen. Und der Fuß ist dann kaputt und 6 Monate Pause. Und dann ist da noch Jari Littmann, damals Malmö FF, der einen Flaschenkorken ins Auge geschossen bekommt und eine Netzhautverletzung hat. Das ist, glaube ich, eine häufige Verletzung. Last but not least, Darius Vassell von Aston Villa hat eine Blutblase unterm Zehennagel und kommt auf die Idee, sich das mit einer Bohrmaschine zu öffnen. Hat sich leider durch den ganzen Zeh gebohrt dabei. Und jetzt kommt das finale Furioso. Auf dieser Liste befindet sich auch ein ehemaliger Spieler, glaube ich, du musst es mir sagen, von Hannover 96. Mhm. Leon Andreasen. Ja. Leon Andreasen hat sich beim Öffnen eines Pakets mit dem Messer die Hand verletzt und musste dann an der Hand operiert werden. Und da der Kollege Sammer und ich ja heißblütige FC-Fans sind, schoss sofort diese Szene vor mein geistiges Auge. Leon Andreasen, das ist auch der größte Handballer im Team der Hannoveraner. Leon Handreasen. Handreasen, 2015 im Heimspiel des FCs gegen die guten Hannover 96er, damals noch erste Liga. War es erste Liga oder zweite Liga? Es war erste Liga. Jedenfalls ist der FC dann im Folge mal wieder abgestiegen. Hat er dieses legendäre Handtor, man kann auch so ein Volleyball-Pritschtor geschossen, kann man ja nicht sagen, geboxt und
hinterher sich dann auch nicht gerade besonders fair verhalten. Und das ist ja irgendwo Karma. Also da muss ich dann direkt denken, ich weiß zugegebenermaßen nicht, was vorher war, die Handverletzung oder das, aber es wäre jedenfalls die Strafe Gottes für dieses schändliche, für diese schändliche Tat, wenn er sich dann die Hand dafür verletzt. Er hatte damals noch gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier stehe und mich entschuldigen muss. Es ist doch normalerweise, er sei doch normalerweise ein fairer Spieler und er habe in der besagten Szene irgendetwas am Arm gespürt. Wenn man das so vor Augen sich führt, wie das war, der hat das Ding ja da so richtig reingeboxt. Ja, das sind aber auch so Reflexe. Der Schulz hat irgendwie eine Ecke verlängert und dann hat er am langen Pfosten das Teil da reingeboxt. Ja, aber ich würde ja nicht so sehr drauf rumhacken, weil am Ende ist das einfach nur ein Reflex gewesen und der hat ihn reingemacht. Mein Gott, ja, das passiert. Das passiert. Was mir bei der Aufzählung so ein bisschen fehlt, mir fehlt aber auch der Name des Vogels, der Lette, der da beim FC, ich glaube, vielleicht hat er auch bei Hannover und beim HSV gespielt. Weil das über Nostras. Der hat mal Schlagzeilen damit gemacht, dass er eine etwas schwerere Bissverletzung an der Zunge hatte, weil ihn seine Frau beim Küssen in die Zunge gebissen hat, absichtlich. Also, Die hatten hier noch den Bailey von Logan Bailey, Borussia Mönchengladbach, ist der nicht eigentlich Leverkusen, aber lässt sich eine mobile Klimaanlage auf den Fuß fallen. Mittelfußbruch, also die abgebissene Zunge haben sie nicht dabei, aber ich bin ja vor allem, ich hätte das jetzt gar nicht vorgelesen, hätte es nicht den Leon Handreasen gegeben. Das ist irgendwie so, da glaube ich ja dann doch noch an das große Ganze. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge verschwiegener Sexunfälle bei Fußballern. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, das kommt alles nicht an die Öffentlichkeit. Ja, wie viele Fälle häuslicher Gewalt da jetzt dabei waren in echt und das nur vorgeschobene Geschichten waren, das können wir ja gar nicht sagen. Nee, das stimmt. Du meinst, dass die Fußballer verprügelt wurden von ihren Frauen? Ja. Ja, das glaube ich auch. Die stehen alle unter der Fuchtel. Ja, wer weiß, was dem Witzel passiert ist. Also die Treppe runtergeprügelt. Und dann sagt man ja immer, wenn man so vermobbt wird, dann sagt man ja typischerweise bei häuslicher Gewalt, ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, richtig. Naja, das mal nur. Wollen wir eine Anzeige machen? Ich finde, wir sollten noch eine Dose Bier hier aufmachen. Ja, mach mal eine Dose Bier auf. Oder Sven, sag mal, hast du noch irgendwie Leckerchen am Start? Ja, ich habe das Schönste überhaupt mit und das müssen wir jetzt auch mal gerade aufmachen. Weil habt ihr euren Kaffee schon auf? Sonst wird das nämlich gar nichts mehr. Was hast du denn da? Ja, das einzig wahre und schöne um die Uhrzeit im Winter. Der kommt jetzt mit der Beamtentasse hier. Ist was? Glühwein. Schwarzer, ganz heißer, echt siedend heißer, schwarzer Kaffee. Also, aber jetzt hier allen Ernstes eine Kaffeekanne mitgebracht. Ja, selbstverständlich. Und damit es etwas Besonderes ist, also ich komme ja jetzt nicht mit dem Kaffee haben wir schon. Mit dem langweiligen, mit der Jakobskrönung um die Ecke oder so, das könnt ihr vergessen. Das muss was Spezielles sein. Und ich will euch auf keinen Fall das vorenthalten. Das ist erstens Granulatkaffee. Und zweitens, toll, Granulat-Kaffee. Entkoffinierter Kaffee aus Italien. Also Freunde, freut euch so richtig. Also ich musste ja eure Plörre auch saufen. Also du hast jetzt also im Grunde genommen dieses Körner, dieses Granulatzeug, dieses eklige Zeug, was man bis zu den Ende der 80ern kaufen konnte. Das hast du uns jetzt hier. Das habe ich aus den 80ern was ist denn da in deiner, aufgehoben für dich. Was ist denn da jetzt drin in der Kanne? Weil Kaffee. Du jetzt hier so viele Becher aufhörst. Schwarzer Kaffee. Also der Sammer, der hat für die Zuhörer vielleicht, hat eine weiße Kaffeekanne mit blauem Deckel. Das ist eine Thermoskanne, um es genau Thermoskanne. Zu beschreiben. Und die sieht für sich schon abschreckend aus. Und jetzt der Inhalt, der sieht auch noch so durchsichtig braun aus. So. Hast du noch was von diesem komischen Heavy Metal Bier? Hier mit deinem komischen kalten. Ja, ich gib's zu, der ist auch kalten ekelhaft. Kaffee. Du halt doch noch mal gerade hier diese Kanne hoch, dann. Ja, das ist ja wirklich eklig. Ey, da brauchen wir nicht das nächste Mal einen Schnaps. Also ich bin jetzt schon ein bisschen erstaunt. Ja, das Schönste, was es gibt, ist schwarzer Kaffee und hier kommen solche Kommentare. Ja, ich nehme auf jeden Fall einen kleinen Schluck schwarzen Kaffee. Aber der ist schweineheiß, ich sag's euch. Ne? Also es, und du trinkst direkt aus der Thermoskanne jetzt, oder was? genau, ich trinke aus der Kanne. Aber ich greife mal dem Kollegen Ballermann zwischen seine Beine. Und Immer gern. Hol mal jetzt hier noch. Vor allem, wenn man da Bierdosen rausholt zwischen den Beinen. Boah, der riecht schon ganz fies. Boah, das ist ja ein übles... Der riecht nach Kaffee.
Nee. Ballermann. Der riecht wirklich. Ja, ich weiß nicht, wenn du so hinter einer Küche lange nicht geputzt hast und wenn die abgebaut wird und dann hast du da so Kaffeehäufchen da hinten verschüttet und die sind nach Jahren, fegst du die dann weg. So riecht das. Ne? Na gut, dann wünsche ich dir erst recht. Oh, merkst du, dass der selber gar nichts hat? Der trinkt nicht mal mit seinem Strohhalm aus der Kanne, der hat uns jetzt hier wirklich... Seinen Tschernobyl-Kaffee hoch. Komm hier, bevor du hier rumheulst, ich mach mir was in dein Glas, in dem ich vorher die Urinprobe drin hatte. Da ist übrigens noch was da. Das riecht ja aus ein bisschen wie Pansensuppe. Ja, wie Pansen, aber das ist genau das, was ich beschrieben habe, ja. Küche abbauen, den Dreck dahinter riechen, das ist genau das. Ah, lecker. Mensch, danke. Schwarzer, danke, echt heißer, ganz leckerer schwarzer Kaffee. In die Fresse, Junge. Ich mach mal den Deckel wieder zu, damit der nicht so schnell kalt wird und öffne dieses Bier. Der wird nicht so schnell kalt. Sag mal, kannst du nicht auch einfach nur heißes Wasser trinken? Oh, Alter, das ist ja echt. Kann ich das aus der Dose trinken? Ich trinke Bier so gerne aus der Dose. Ja, dann gib mir die. Pass auf, ich habe die ja schon halb leer gemacht. Hier hast du noch eine. Könnt ihr mir das mal erklären? Wieso das denn? Gib mir das doch. Bei der Gelegenheit, bevor wir hier zum nächsten Artikel kommen, könnt ihr mir erklären, das ist für mich ein Phänomen. Ich war in Italien diesen Sommer. Wieso bekommt man dort überall in den Restaurants, wenn du Cola, Fanta, irgendwas bestellst, du bekommst immer Dosen? Das kapiere ich nicht. Also gerade jetzt in diesen Mit Zeiten... Mit Glas oder ohne Glas? Du bekommst ein Glas schon ein dazu? Glas dazu. Aber wieso bekommst du immer Dosenlimo, Dosencola? Gerade in diesen Tagen, wo man so sehr auf Nachhaltigkeit achtet, das kapiere ich nicht. Ja, weil die nicht auf Nachhaltigkeit achten. In Deutschland sind die Dosen ja schon fast ausgestorben, wenn man so will. Und dort kriegst du die überall hinterhergeschmissen. Ja, weil die sich einen Scheiß drum kümmern. Das ist das Bewusstsein ist da halt schlicht ein anderes. Und daran siehst du auch, die haben wahrscheinlich mit anderen Sachen zu tun. Ja? Wir uns geht es so gut, dass wir uns die ganze Zeit über solche zugegebenermaßen wichtigen Sponti-Themen Gedanken machen können. Und bei denen ist einfach sozusagen das wirtschaftliche Überleben im Vordergrund. Jetzt redest du dich natürlich gerade um den Kopf und Kragen. Wieso das denn? Was Nein. die italienischen Zuhörer angeht. Ja gut, ich meine... Du beschreibst das hier gerade, als wäre das so ein dritte Weltland. Nein, das nicht, aber die haben einfach andere Prioritäten. Also guck mal, über Umweltschutz und so redest du so lange oder fängst du dann an zu sprechen, wenn es dir bzw. deiner Volkswirtschaft richtig gut geht. Ansonsten hast du schlicht andere Sorgen. Also ich sag's dir, wenn wir hier so ums Überleben kämpfen müssten wie die Leute in Bangladesch, dann würden wir ehrlich gesagt einen feuchten Kehricht auf die Umweltdiskussion geben. Da würden wir hier... Schweine rumpupsen lassen den ganzen Tag und Hauptsache, wir haben überhaupt Schweine zum Fressen. Ja, es sei denn, das Umweltproblem ist gleichzeitig zumindest verlinkt mit deinem Überlebenskampf. So ist es ja nämlich in der Regel. Und insofern überrascht es mich nicht, dass diverse, also wirklich diverse dritte Weltländer noch lange, bevor wir uns zu diesem Schritt durchringen konnten, Plastiktüten verboten hatten. Das nur am Rande. Leute, die Sendung neigt sich gleich dem Ende zu. Vielleicht wir auch. Habt ihr noch... Ja, ich will eine Sache noch gerade loswerden, weil ist ja Weihnachten. Kannst du das reimen, bitte? Ich hätte jetzt gern ein Gedicht. Was Schönes. Sag mal was. Wat? So, ob ihr passt. Also, ist ja Weihnachten und jetzt bin ich hier im Internet auf einen Artikel... über ein spezielles Spiel, was man gern auch unter den Weihnachtsbaum legen kann, gestoßen. Und dieses Spiel heißt Kaka-Alarm. Ah, habe ich letztens noch fotografiert und in meinen WhatsApp-Status gestellt. Und ich konnte es, ja, das passt zu dir. Ich konnte es kaum glauben, was es für Spiele gibt. Ja, also da ist irgendwie so ein Spülkasten zu sehen, mit einem Knopf zum Abspülen und dann guckt da so ein Stück grinsendes, lachendes Kaka sein, das er rausguckt aus dem Spülkasten. Eine Kackwurst, meinst du? Genau. Und dann geht das Spiel wohl irgendwie so, dass man den Spülkasten betätigen muss, dann bekommt man, muss man einen Pümpel betätigen, weil es verstopft ist und den kannst du so oft betätigen, wie du Augen auf einem Würfel hast, den du vorher geschmissen hast, um das Rohr wieder frei zu bekommen. Und wenn das dann aber alles geklappt hat,
dann fliegt wohl dieser Mr. Kacker einfach mal quer durchs Zimmer und die Mitspieler müssen versuchen, ihn zu fangen. Idealerweise, bevor er auf den Boden aufkommt, das gibt nämlich dann Extrapunkte. Und, klingt doch nach einem großartigen Spiel. Ich finde das nicht schlecht. Und ich meine, so bei den Überlegungen, was man so unter den Baum legt, könnte man das ja mal in Betracht ziehen. Also ich werde es nicht anschaffen. Ich finde, was ja auch mal großartig ist, manchmal sind ja die Kommentare unter irgendwelchen Produkten noch viel besser als die Produkte selber. Und in diesem Sinne ganz besonders schön fand ich hier den Kommentar von einem User, der einfach drunter schrieb, wer erfindet so eine Kacke? Also sehr, sehr passend. Mit Scheiße Geld machen, kann man da auch sagen. Ja, mit Scheiße Geld machen, genau. Also da, so etwas gibt es auch zu kaufen für die lieben Kleinen, genauso wie für die Erwachsenen, die nicht groß werden. Ich finde das großartig. Ja, vielleicht ist das was für deinen Geschenketag nächstes Jahr. Ja. Den Karl-Heinz Ballermann, was kostet das? Steht da auch ein Preis bei? Ja, es kostet so um die 20 Euro abwärts, je nachdem, wo du es kaufst. 20 Euro für ein bisschen fliegende Scheiße ist, da finde ich vollkommen okay. Ist doch ein guter Deal. Es ist vor allen Dingen sauberer, als wenn du es so in echt machst, ne? Ja. Stimmt. Da kommt jetzt gleich irgendein Zuhörer auf die Idee, ach, das kann ich auch selber bauen, ne? Do it yourself. Ja. Ja, Leute, dann trinken wir noch unser Bierchen hier aus. Ja, der jetzt, Kaffee, den müsst ihr erstmal anschauen. Den schütten wir mal aus. Das soll ja sehr gut für die Umwelt sein, wenn man den rausschüttet aus dem Bus. Da wächst da sofort ein Baum. Also ich glaube, mit Ausnahme von Karl-Heinz Ballermann und mir hat so noch niemand dieses Konzept der Sendung mit den Getränken so richtig verstanden. Letzte Woche gab es warme Cola, heute gibt es heißen Kaffee, Instant-Kaffee, aber das ist auf jeden Fall much appreciated, dass du uns hier aufwärmen willst. Der Bus, der... Das ist doch gelogen. Ist das ist doch scheiße, was der hier mitgebracht hat. Dafür müssen wir ihn doch beleidigen. Das ist eine Frechheit, Ballermann. Du Dreckschwein. Ja, so. Sobald hier du die reißt mir das Maul auf. Ist, dann hole ich meinen Duftspray raus und fackel diesen Bus ab. Das ist eh klar. Ich lasse dich hier erst raus, wenn du den Kaffee alle getrunken hast. Nein. Doch, nein. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir die Sendung ab. Wir schließen das Jahr ab. Im nächsten Jahr machen wir weitere Folgen mit heißem Kaffee oder kaltem Bier oder auch was ganz Verrücktem. Ich habe zu Hause noch einige Leckerchen auf Eis liegen, die ich mir aufgespart habe. Und bis dahin wünsche ich uns allen schöne Weihnachtstage. Vielen Dank fürs Hiersein und bis ganz bald wieder. Frohe Weihnachten. Tschüss.